Wir wissen ja heute aus der Quantentheorie, dass vieles möglich ist, dass es Beziehungen gibt zwischen Teilen der Welt, die sehr weit voneinander entfernt sind. Das sind so unendlich vielfältige Beziehungen, dass ein intuitives Bild dessen, was überhaupt möglich ist, einfach außerhalb des menschlichen Vorstellungsvermögens ist. It's a pleasure for me to come back to Daisy and talk about this very exciting topic. Das, was ja hier gemacht wird, ist ja auch der Inbegriff des Fortschritts. Wir leben ja noch in Körpern und mit Hirnen aus der Steinzeit. Diese Hirne interessiert das nicht, dass da Physiker was Neues berechnet haben. Warum machen wir denn das Ganze hier überhaupt? Geht es um dein Leben oder geht es um Leben schlechthin? Es gibt eben viele Bereiche der Welt um uns herum, die man eben nicht so mathematisieren kann. Ich stelle mir schon vor, dass ich eine Seele habe, auch eine unsterbliche Seele. Aber was mit der wird nach meinem Tod, ich habe da keine klare Vorstellung davon. Meine Fantasie arbeitet ganz anders.